Jetzt stellt euch einmal vor, der Enkel, der Bursch, 20 Jahre, und Oma sitzen vor dem Fernsehen. Oh mei, Karl-Heinz, ist das wieder schön gewesen. Die Jahreshitparade der Volksmusik. Der Florian Silbereisen, mei, der ist so natürlich. Weil man halt ist. Ja, passt schon mal, aber jetzt wird umgeschaltet. Jetzt kommt Formel 1. Wer kommt? Formel 1 kommt. Ah, Formel 1 kommt. Was ist denn das? Da schau hin, das ist Formel 1. Ah, Säuferkistlerinnen. Ja, Säufer. Säuferkistlerinnen. Hey, das sind keine Säuferkistl. Das sind Rennmaschinen, Formel 1 Autos. 600 PS. Oh, wir haben einen Bulldog gehabt daheim. Einen MAN. 70 PS hat der gehabt. Mit dem hat man da vorher heimgefahren von Kindern. Eine ganze Fuhr, mei. Der Opa ist immer gefahren. Damals war es noch kein Opa. Da war es nur ein Mo. Ja. Er ist immer am Bulldog gesessen und die daneben, hat er mir immer so am Fels hingelangt. Oh, ich hab gar nicht gewusst, wo ich überall am Fels hab. Oh. Der Opa war schon ein Hund. Ja, Oma, ist schon recht, aber ich muss mich jetzt konzentrieren, das ist Formel 1. Nein, sag auch bloß. 600 PS hat er so ein Auto. Ja, 600 PS. Oh, wir haben einen Bulldog gehabt, da hast du mit 17 PS ein von heimgefahren von Kindern. Ich sag auch bloß, theoretisch kann der auf einmal die ganze Wiese heimfahren. Oma! Der kann doch nicht die ganze Wiese heimfahren. Aber der hat 600 PS. Ja, 600 PS. Ist ja was anderes. Jetzt bin ich mal stark, ich muss mich konzentrieren. Ja, darf ich nur was sagen? Ja, was ist denn? Da fährt einer vorbei mit. Vorbei? Ja, schau hier, der Alise. Das ist der Alesi, doch nicht der Alise. Sag einmal, vorbei. Wo fahren sie denn hin? Das ist doch ein Rennen. Die fahren da ans Ziel und der Sieger kriegt Millionen. Oh mei. Ho, die haben auch ein Rennen gemacht damals. In der schlechten Zeit. Vorradl, da hast du einmal einen leeren Braut gekriegt. Ja, Millionen. Einen leeren Braut hast du gekriegt. Einmal war der erste Preis ein Bustadl vom Sulzer Kari hinterm Stadl. Ja, du hast keine Millionen gekriegt. Gwampert Mari hat damals gewonnen. Weißt du, was die gekriegt hat? Ein Kind. Hinterm Stadl. Ja, Oma, ist schon recht, aber ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen konzentrieren. Wo fahren sie hin? Ins Ziel fahren sie! Dick, da kommen die nie hin. Die fahren alle weit rundum. Das Ziel ist auf der Strecke. Die fahren 72 Mal rundum und dann haben sie im Ziel. Da wäre die Damisch. Ja, ja schon, aber die werden nicht Damisch, die haben schon gewähnt. Bei, wenn da blitzt wird, weil die fahren. Da wird nicht blitzt, Oma. Gerade wenn man nicht rechnet. Nein, da wird nicht geblitzt. Garantiere dir. Und jetzt bist du da, weil der Schuhmacher überholt. In der Kurve, wenn da einer kommt. Da kommt da keiner. Gerade wenn man nicht rechnet. Der Falzner Hans, der hat auch gemeint, dass keiner kommt. Schauen wir an. Heute rennt er noch in der Halskraus umeinander. Nein, Oma, da kommt keiner, das garantiere dir. Da ist noch nie einer gekommen. Ja, gerade wenn man nicht rechnet. Jetzt bin ich halt einmal stark, ich komme überhaupt nicht zum Hinschauen. Jetzt passt einmal auf, jetzt der Schuhmacher fährt an die Box. Hab ich's nicht gesagt? Weil er so schnell dran ist, jetzt fährt er an die Box dran. Nein, nicht dran, da sagt man, der fährt an die Box. Reifenwechsel und Tanker. Aber was ist denn das für ein Klump? Haben die Reifen hin? Ja, die halten bloß 200 Kilometer. Oh mei, oh mei. Wenn ich so viel Geld verdiene, dann kaufen wir doch gescheite Reifen. Der Onkel Alfons. Das sag er jetzt. Hat 8 Jahre die gleichen Reifen gefahren. Der will nicht gestorben, weil der fährt jetzt heute noch. Mei, Oma. Jetzt dankt er. Hätte halt zuerst voll dankt. Das Auto braucht zu viel Benzin. Um Gottes Willen. Wird der das zahlen? Nein, der wird das nicht zahlen. Der hat einen Sponsor. Ja, siehst du das? Der hat ein Hirn. Was hast du? Ein Opel. Du wirst das zahlen. Passt schon, Oma. Jetzt kommt dann die Schlussphase, jetzt wird es entscheidend. Jetzt lass mich aber in Ruhe zuschauen. Ja, aber fragen da die gerne noch was. Ja, was ist denn noch?
Der Martin, das Groß. Martin ist der Bauhof? Das weiß ich nicht, wer das Groß macht. Ein Bauer nicht, weil das kannst du keiner Kau zum Fressen geben. Die gibt da keine Milch, sondern ein Benzin. Lustig, Oma. Ja, da weiß ich noch ein Gag. Aber schnell erinnern kannst du. Ja, Oma, super. Das war lustig. Aber jetzt mal jetzt ausschauen. Du bist ein wenig nervös, Karl-Heinz. Magst du nicht von meinem Kamillentee trinken? Der beruhigt. Nein, ich habe einen Herpes. Sagst du, wenn du einmal den Schnaps trinkst? Herpes, den kenne ich gar nicht. Ah, Oma! Trink lieber einen Bärwurz. Ja, passt schon. Jetzt kommt Schlussphase, pass auf. Da, Schumacher gewungen. Ich hab's ja gesagt. Ich bin allerweil schon für Ferrari. Spinnst du jetzt? Der Schumacher hat doch gewungen, nicht der Ferrari. Nein, das ist der Stall. Was? Jetzt gibt's ganz durcheinander, weil ich gerade das für dich gesagt habe. Nein, Oma, sag einmal. Weißt du was, wenn du dich so aufregst, dann trink lieber nur einen Herpes. Dankeschön.